So. Ja, wir sind in der Tat jetzt auf dem Weg endlich nach Österreich. Dann gucken wir mal, was der restliche Tag und der Anfang so zu bieten hat. Es geht auf jeden Fall sehr viel Action und ich habe gehört, es ist auch sehr viel Polizei im Stadt. So. Jungs, wir sind in Österreich. Ist das geil. Ich dachte mir, ich steige jetzt einfach direkt aufs Bike. David ist auch am Start. Geil, 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 geil. Oh Mann, Alter. Ist das nice, hier zu sein. Ja, ich wollte ein bisschen was zu meinem Bike erzählen. Und zwar habe ich jetzt endlich eine Wheelie Bar. Und ich wollte, dass das Ganze so unauffällig ist wie möglich. Also von der Seite sieht man es nicht so stark. Weil ich mag das nicht, wenn das Bike so extrem nach Stuntbike aussieht. Das sieht immer, finde ich, so ein bisschen ranzig aus. Nein, mir muss immer alles bling bling sein. Ihr seht schon, hier geht die Post ab. Wir gucken gleich mal, was da hinten abgeht. Also, gestern war so stressig. Dann lief auf einmal mein Bike nicht mehr, weil ich einen DB-Killer hinten dran hatte. Und die Bikes laufen nicht so gut mit DB-Killer. Zumindest ist das bei mir der Fall. Und dann lief sie nicht, Zündkerze rausgemacht, Zündkette sauber gemacht. Ach, wirklich Drama, Drama, Drama. Aber jetzt bin ich beruhigt. Ich habe noch einen Ölwechsel gestern gemacht. Mein Reifen hinten ist, ja, hier leider komplett durch. Das heißt, ich muss wirklich, also vom Driften kommt das. Ich muss dringend einen neuen Reifen aufziehen, aber mir wurde schon Hilfe angeboten. Ich habe wieder Spiegel dran und von KTM Power Shop ist mir aufgefallen, dass der Deckel für die Super Duke hier drauf passt. Den habe ich mir jetzt für den Urlaub hier dran gemacht. So, genug gelabert und ich weiß ja auch, ihr habt Bock auf Eskalation und deshalb geben wir uns jetzt Eskalation vom Feinsten. Let's go, Boys. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt the bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die, we'll never be alike. Ja, und ganz lässig, ein Handscrape raus ist so eine Sache, die ich auch unbedingt noch lernen will. Aber irgendwie bin ich nicht mehr so oft am Spot, das ist ein bisschen schade, aber da kann man halt dann leider nicht mehr so viel trainieren. Mit dem Reifen kann man auch einfach keine Circles mehr machen. Irgendwie hat jedes Land geile Spots außer Deutschland. Ich will jetzt die ganze Zeit mal einen Circle probieren, aber es ist so schwer mit diesem Reifen. Die fährt automatisch schon nach links. Es ist fast nicht machbar. David will ihn hier catchen. Ich glaube, er haut was Geiles raus. Nicer Coaster. Gönnt euch das Vorderrad. Gönnt euch, wie schnell das einfach dreht. Krank. Gucken wir mal, ob wir rumkommen. Junge, ihr könnt es euch nicht vorstellen, dieser Reifen. Es ist unfahrbar. Und mein Ganghebel ist irgendwie viel zu weit oben. Ich habe den gestern abgehabt und ich krieg manchmal den zweiten Gang nicht rein. Er hat einfach nur ein Grinsen im Gesicht. Deine Bremse quietscht, die meine. Ich wollte gerade sagen, hat die nicht abgesprochen oder was? Ja. Ich kann hiermit keine Circles mehr machen. Ich will, dass du das gleich mal testest. Doch. Jetzt? Ja. Okay. Let me try this. Okay? Ja, try it. Also wenn David es jetzt hinbekommt, wäre es eine Blamage. Ich glaube, ich bin einer der wenigen auserwählten Personen, die sein Motorrad fahren dürfen. Let me look. Ja, rechts rum ist verboten. Rechts rum geht ja, links rum. Ja, rechtsrum hast du ja noch Profil, David. Andersrum. Ja, so rum, ja. Du musst, komm, linksrum, Circles. Okay. Oh. Handscrapes einfach sehen so wild aus. Er schafft es so smooth. So, jetzt Fokus an David. Oh, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Ah, einigermaßen. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. So, wir fahren dann auch. Wir sind hier heute in Österreich. Ja, okay, David, okay. Ja, okay. Es reicht. Kannst du es nochmal machen? Ich habe das nicht gesehen. Okay, let me try. Jetzt hast du keine Ausreden mehr. Ja, ja, aber es ist schon ein bisschen schwieriger, so einzuleiten, oder? Ja, einleiten schon, aber wenn du erstmal auf der Kante bist, ich schwör's dir, das geht geschmeidig, als hättest du den Reifen mit Vaseline eingeschmiert. Okay, 2-3 Circles müssen wir hinbekommen. Okay. Ich
krieg den zweiten Gang nicht rein. Ich muss kurz den Gang, Abel. Oha! Ja, nass! Wuhu! Oh, Coaster, One-Hand-Coaster, oh, oh mein Gott, David! Das nervt mich, ich muss jetzt dringend gleich den Ganghebel ein bisschen weiter runter machen, weil ich krieg den Gang nicht rein, ich krieg ihn nicht rein. Seht ihr, ich komme hier immer an das Gehäuse. Das ist jetzt schon deutlich tiefer. Der Erfolg bei langsamen Wheelies ist Ruhe. Weil wenn ihr zu stark korrigieren müsst, dann bringt euch das außer Gleichgewicht. Ja, also je korrigieren müsst, desto einfacher ist es auch, das Motorrad so zu kontrollieren. Ah, David macht das sehr schön. Die Ruhe selbst. Ja, das ist Kanne, das ist Oh, jetzt kommt Drift Action, safe. Ich bin mir sicher. Jetzt passiert etwas Wildes. Also wenn er jetzt irgendwas raushaut, irgendwie ahne ich so etwas. Ah ne, doch nicht, er will nur Location wechseln, okay. Fehlalarm. Junge, du hast drauf, oder? Ja. Wow, das gibt's nicht, jetzt fix. Wow. Yeah. Das gibt's nicht. Alles gut? Ja, ja. Junge, ich dachte mir im letzten Moment, bitte nicht überfliegen, bitte nicht. Ach du Scheiße, das war ein Hit. Hattest du mal so ein Intro? Aber das war geil. Junge. Ist aber nichts passiert, oder? Nein, nein. Junge, ich will es mir eigentlich direkt angucken. Ich hab das Thumbnail. Das muss ich mir klauen. Ja, das war der dritte Gang. Ich dachte, ich wäre im zweiten. Oh Mann. Junge, warum gehen die ganze Zeit aus? Oh, es war sogar der vierte Gang. Junge, ich komm schon auf klar. Ich zieh so die Karre hoch. Es war sogar der vierte Gang gerade, ne? War im dritten, zieh hoch, mach direkt vierter Gang. Coaster, lass die Kupplung kommen. Auf einmal ploppt die hinterm Kipppunkt aus. Das war so ein Bam. Superman über den Lenker. Schlägt so. Wirklich, ich war so. Aber ich habe nicht gecheckt, wie ich das gesaved habe, weil ich bin auf den Füßen wieder gelandet. Yeah. Keine Scheiße. Wirklich, diese Thumbnail. Ja, das ist Thumbnail of the month. WTF, Karre abwürgen im Coaster, nicht geil. Wollte beschützen. Jetzt kackt er sich ein. Der arme Wuffi. Ist einfach der Supermotor-Prophet. Oh ja, du kleiner Wuffi. Hatschi. Gesundheit. Er ist richtig am Trucken, er truckt. Okay Jungs, wir sind bei unserem Airbnb angekommen. Guck mal, wie die Wolke leuchtet. Die sieht krank aus. Und wir haben unfassbar Hunger, deshalb checken wir jetzt hier mal die Gegend rund um den See ab. Wir sind nicht mehr am Spot. Hier ist schon ein GTI am Start. Ich glaube, der hat sich dasselbe Airbnb rausgesucht. Aber wir schwingen uns jetzt erstmal aufs Bike. Nach meinem phänomenalen Frontflip, den ich an den Tag gelegt habe, haben wir uns auf jeden Fall mal was Vernünftiges zu essen verdient. Sind wir da? Gibt hier so richtig gute Schnitzel auch? Hat er gerade gesagt, Schnitzelpommes. Echt? Ja. Sorry, ich bin schwerhörig. Ist noch kalt. Wir sind gerade losgefahren. Ja. Wir können aber ein Wheelie können wir. Wir machen gleich ein Wheelie, okay? Wenn ich von der Polizei gepackt werde, dann teilen wir uns die Knolle, okay? Okay. Ja, komm. Okay, die Jungs hier wollen ein Wheelie sehen. Ja, David macht noch ein paar Circles. Natürlich. Jetzt bezahlt ihr uns das Essen, oder? Ein Bier gibt's. Okay. Habt ihr nicht geglaubt, oder? Ja.